Ganz herzlich willkommen zu Plenum TV, hier bei TV Thuring Würzburg. Während im Bundestag Schaukämpfe mit stiller Progression und dem Freihandelsabkommen stattfinden, sind bayerische Abgeordnete mit Sachpolitik beschäftigt. Und das kann sich lohnen, zum Beispiel bei der sogenannten Dokumentationspflicht im Pflegewesen. Das ist so ein Bürokratiemoloch. Die Pflegestandards müssen nämlich vom Personal aufwendig protokolliert und überwacht werden. Da bleibt immer weniger Zeit für die Patienten. Diese Dokumentationspflicht soll nach einem Antrag der CSU deutlich verringert werden. Die Leute, die in Altenheimen und Pflegeheimen arbeiten, die wollen ja die Zeit nicht am Schreibtisch verbringen, sondern die wollen ja die Zeit am Menschen verbringen. Das muss ja auch unser Antrieb sein. Mehr Zeit beim Menschen, weniger Zeit am Schreibtisch. Etwa ein Drittel der Zeit müssen sie aufwenden dafür. Und da sagen wir, das ist zu viel. Und hier brauchen wir eine Rechtssicherheit für die Pflegekräfte, und die können wir nur schaffen, indem wir gesetzlich etwas verändern. ISA 2, Gundremmingen, Grafenrheinfeld. Nach Stilllegung sollen auch die bayerischen Atommeiler in eine Stiftung übergehen. Nachsorge und Entsorge sollen dann vom Staat erledigt werden, mit allen Risiken. Das haben jetzt die Betreiber vorgeschlagen. Die Freien Wähler fordern die Staatsregierung zum erbitterten Widerstand auf gegen dieses Stiftungsmodell. Es kann nicht sein, dass man über Jahre, über Jahrzehnte große Gewinne abschöpft und dann, wenn es um die Beseitigung und um die Altlasten geht, dass man es dann der Allgemeinheit aufbürden will, sondern das ist die Verantwortung der Energiekonzerne, auch für den Rückbau der Kernkraftwerke zu sorgen. Und deshalb gibt es da nichts von wegen öffentliche Stiftungen und die Belastungen auf die Allgemeinheit übertragen. Und das sollen gefälligst die Konzerne, die über viele, viele Jahre, Jahrzehnte hier auch die großen Gewinne abgeschöpft haben, auch dafür verantwortlich sein, das zu bezahlen. Und das war's von Plenum TV mit den aktuellen Themen aus dem Bayerischen Landtag. Und wir sehen uns kommende Woche wieder hier bei TV Thuring Würzburg.